Wunderschönen guten Tag zusammen bei einer neuen Folge von Detroit Become Human. Das haben wir gestern schon gesehen, so als Sneak Peek. Oh, okay, es ist doch keine Puppe. Ich habe, um nochmal irgendwie ein bisschen was zum Spiel zu sagen, so ein bisschen das Gefühl, also Heavy Rain habe ich gespielt, Beyond the Souls habe ich gespielt und es ist eher so ein bisschen wie Heavy Rain. Also so auch so ein bisschen düsterer und etwas intensiver irgendwie. Also, weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich finde, es geht mehr in Richtung Heavy Rain. Gut, starten wir mal neu. Da ist scheinbar ein Kopfschuss. Oh, ist das Terminator-mäßig. Oh, ist das Terminator-mäßig. Ist das Marcus? Der ist ja von der Polizei abgeführt worden, nachdem Leo ihn... Okay. Okay, gehen wir mal... Selbstdiagnose. Optische Einheit. Beschädigter Gedächtnispalast. Beeinträchtigte Sicht. Ja. Alle Systeme im Energiesparmodus. Der Pumpenregulierer. Der Therium-Pumpenregulierer ist defekt. Therium war ja dieses blaue, naja, Blut. Also was im Endeffekt da die, die Systeme oder die Sachen da antreibt. Oh. Linke und rechte Beinkomponente fehlt. Stehen nicht möglich. Audioprozessor, defekte Audiodaten, beschädigt. Das ist übrigens nur ein RK200. Wir haben auch schon RK600 gespielt. Aber das ist doch Marcus, oder? Beine ersetzen. Ach so. Kriechen. L1. R1. L1. R1. Das... Also das heißt, die Polizei hat es einfach so gehandelt, indem sie ihm einen Kopfschuss gegeben haben. Und weggeworfen. Rechte Beinkomponente. Funktionsfähig. Okay. Frage ist, haben die Schmerzen oder ist das auch so Terminator-mäßig so? Die Sensoren nehmen diese Daten auf und das könnte man Schmerzen nennen. Okay. Tschüss. Das ist ja, als wenn man eine Playmobil-Figur oder so wieder zusammen bastelt. Also sind halt die krassen Vorteile der Androiden oder Androids, ne, was auch immer man sagt. Kann sie halt reproduzieren. Rechte Beinkomponente. Geht nicht. Wie gesagt, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht gegen das Mikro haue bei solchen Aktionen. Deswegen, ich sitze schon relativ weit weg. Also ich sitze bestimmt so ein Stück vom Mikro weg. Der lebt doch noch. Ja. Linke Beinkomponente funktionsfähig von einem AC-900. Oder die Komponente heißt AC-900. Die leben da ja alle noch. Also heißt, also die funktionieren noch. Okay, Beine ersetzt.
entkomme vom Schrottplatz. Entkomme? Holy shit, ist das ein Schrottplatz. Kann ich den hier einfach mitnehmen? So wie C3PO? Wow, alter Schwede. Seid ihr verrückt? Damit rechnet man in so einem Spiel doch nicht. Das hat hier gerade so ein bisschen was wie... Ja, ich wollte es gerade sagen, diese Arme. Das hat irgendwie ein bisschen was mit dieser Rückkehr aus der Höllenvorstellung, wie man die beispielsweise bei God of War kennt oder so. Wenn in den Höllenparts die Arme aus den Wänden kommen und so weiter. Alles ist voll mit Lava oder so. Ja, safe. Wie geil. Jericho. Jetzt hat's was von den lebenden Toten, also von Zombies. Ersetze beschädigte Teile. Finde die optische Einheit, den Puppenregulierer und den Audioprozessor. Okay. Da unsere Sensoren beschädigt sind, werden wir wahrscheinlich wirklich gucken gehen müssen. Und die machen mir jetzt nicht den stabilsten Eindruck, die Kameraden. Ethereum-Pumpenregulierer. Niedriges Energielevel. Und dann sind wir auch direkt wieder hier hingeschmissen worden. Beine. Achso. Was haben wir denn da? Auch niedriges und inkompatibel. Das war wahrscheinlich das Relevante. Optische Einheit, funktionsfähig, aber inkompatibel. Warum denn? Mein letztes Horrorspiel war Resident Evil 7 in der VR. Jawohl, kompatibel, funktionsfähig. Oh. Ich frage mich, ob der menschliche Überlebensinstinkt im Endeffekt dazu geführt hätte, die Option töten zu wählen. Ne? Vorausgesetzt, wir gehen vom Bewusstsein und so weiter aus. Aber würde nicht gerade das Menschliche ausmachen, diesem Instinkt zu widerstehen? Naja. Da, der sieht mal kaputt aus. Warum lebt ihr denn alle noch? Ist doch alles gut. Oh. Oder auch nicht. Den kannst du jetzt nicht untersuchen? Boah, das ist unglaublich schwer gerade, sich zu orientieren. Vita. Oder Wetter. Warte mal, das... V... T... A... Wo ist denn das E in dem Logo? Hm.
nicht so wichtig. Apropos Logos, haben wir letztens noch mit Leuten drüber gesprochen. Eins der besten Logos überhaupt. Na? Nein, nicht das Pizza mit. Das FedEx. Guckt euch mal das FedEx-Ding an, das FedEx-Logo an und dann wird euch vielleicht ein Pfeil auffallen, der sehr subtil ist. Aber wenn man den einmal weiß, dann kann man den nicht mehr übersehen. So. Blaue Iris, Funktions... Jawohl. Das ist doch schon mal was. So, bitte jetzt fang nicht an. Hello. I'm an AK-700 Android. I was designed to serve you. What can I do for you? Hello. I'm an AK-700 Android. I was designed to serve you. What can I do for you? Das kann ich nicht mehr abbrechen. Hello. I'm an AK-700 Android. I was designed to... My program has detected an anomaly. Please contact the nearest CyberLife Maintenance Center. Naja, aber er überlebt ja. Wow. Oh, wie hieß denn das nochmal? Bei Huskies ist das super häufig. Zwei unterschiedliche Irisfarben. Nee, das war Farbblindheit, so Deuteronomia oder so. Ah, wie hieß das denn noch? Müsste ich googeln. Okay, da kriegen wir vielleicht was her. Wir werden diese Punkte mal abgehen. Oh, was können wir da machen? Audioprozessor, funktionsfähig und kompatibel. Dann hören wir wieder was. Und diese bizarren Geräusche hören auf. Vor allen Dingen, da redet doch auch jemand die ganze Zeit. Oder sind das so, wie so Geisterstimmen? Stimmen in unserem Kopf einfach. Oder in Markus' Kopf. Wir spielen ja super viele Charaktere. Ich frage mich, ob das am Ende auf einen hinausläuft. Okay, ich habe irgendwas verballert und irgendwas ist passiert. Dankeschön. Aber wir hören den Regen nicht. Wow, okay. Wir können wieder ganz gut hören. Eieieiei. So, jetzt können wir analysieren und... Ethereum-Pumpenregulierer. Funktionsfähig, kompatibel. WE900. Ist es relevant, von welchem Modell wir das nehmen? Ich meine, da hinten ist auch noch mal irgendwie was. Wir sind jetzt im Endeffekt noch geschwächt. Nur noch geschwächt. Aber es ist so eine Art Wiedergeburt, ne? So aus der Hölle raus. Da läuft doch Musik. Die versuchen hier rauszuklettern. Wollen wir mal gucken, ob der es schafft. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Gleich hast du es geschafft. Wieder zurückgerutscht. Nee, nicht klettern versuchen. Da ist doch noch was. Hey, Bro. Oder ist das... Nö. Rein damit. Oh, wir müssen erst unsere eigene Einheit entfernen. Ein bisschen was von Tony Stark. Muss wahrscheinlich relativ zackig sein. Raus und rein. Das schlagende Herz. Zustand stabilisiert. Klettere die
anhöre. Okay. Also wir haben es jetzt von diesem Androiden da genommen. Das dürfte nicht diejenige gewesen sein, die uns gefragt hat, sie zu verschonen. Die war doch hier irgendwo, oder? Oder war die das jetzt? Wir haben es einfach trotzdem gemacht. Ich hab die Orientierung verloren. War die das doch? Nee. Glaub nicht. So weit sind wir nicht. Also. Müsste ich dir mal nachgucken. Aber ich glaub's nicht. Okay, klettern wir mal die Anhöhe hoch. So, Boys. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. R1. R1. Oh, oh. Okay, drückt halten. R1. L1. R1 loslassen und gedrückt halten. Die Musik auch dabei, ja, ja. Das ist Auferstehung. Oh, das hätte ich dann noch ein bisschen weitermachen können. Das hat mir sehr gefallen. Das war ein ziemlich harter Cut gerade. Okay, das hat sich ja alles schon regeneriert. Oh. Nein, wir werden jetzt nicht zur Mördermaschine. Ach so. Hoppla. Okay, krass. Ey, nein, oh, ich hab den Stick losgelassen. Nice. Heilt ziemlich schnell. Oh, rote Fässer, die können explodieren, pass auf. Ich bin gespannt, wie es mit Marcus weitergeht. So ein Rachefeldzug kommt. My name is Marcus. Boah, ey, das könnte ein Superheld sein. Das weiß ich, Batman ist gerade aus der Höhle gekrochen oder so. Das war eine richtig coole Szene. Wir haben nur 68%, also was heißt 68%? Naja, also, kann man den 100% erreichen? Das geht doch gar nicht. Egal. Also, wo haben wir uns denn umentschieden? Sowas will ich immer wissen, das finde ich ganz nice. Optische Einheit finden. Nach optische Einheit finden hätten wir noch was machen können. Ihr müsst übrigens gar nicht schreiben, was man da irgendwie jetzt noch hätte machen können. Das will ich gar nicht wissen. Denn tatsächlich ist das so ein Spiel, was ich nochmal spielen werde mit meiner Freundin zusammen. Einfach nur, um zu gucken, wie das dann ausgeht. Deswegen kann und werde ich nicht lesen, so, hey, da hättest du aber noch irgendwie den töten können oder so. Oder der wäre gestorben, wenn du das nicht gemacht hättest. Das kann ich leider nicht lesen, es tut mir leid. Aber das Ding hier hat tatsächlich in meinen Augen bis jetzt einen sehr hohen Wiederspielwert. Soll aber auch noch eine Zeit lang gehen. So. Marcus ist von den Toten zurückgekehrt. Ja, anderen Ausgang hätte es nicht gegeben. Ablehnen für die Pumpe zu töten. Tja. Und Connor.
Das sah so aus, als wäre der gerade wach geworden. Finde Amanda. What? Also diese Gegensätze sind halt immer so krass von den Szenen. Allein schon von dem Schauplätzen. Der eine ist gerade aus der Hölle wiedergekommen, der andere ist im botanischen Garten. Oh ja. Was haben wir denn hier so? Finde Amanda. Wer ist denn Amanda? Und wie ist der hier hingekommen? Also der muss ja eigentlich aus der Richtung gekommen sein. Sei denn natürlich, der ist hier irgendwie durch die Büsche geklettert. Naja. Echt schön hier. Tauben. Oh, vielleicht sind da bestimmt hier Kois drin. Oder wieso hat er da hingeguckt? Manchmal frage ich mich, wenn man mit den Leuten so durch die Gegend geht. Guckt er jetzt nur nach links, weil ich die Kamera nach links drehe? Ja. Ja, okay. Ja, ich dachte, die gucken manchmal so automatisch so interessante Objekte an. Wenn man an denen vorbeigeht. Da steht doch jemand. Du siehst mir nicht aus wie Amanda. Du siehst mit jemand aus, mit dem ich reden kann. Ich wollte aber mal gucken, ob hier Fische drin sind. Boah, das ist eigentlich so eine richtig geile Nummer. Sowas würde ich für meinen Garten auch immer gerne mal haben. Jetzt nicht unbedingt in der Größe, aber ich wusste bei uns, bei einem Kumpel in der Siedlung war mal, ist da ein Haus, die haben so einen Teich irgendwie im Vorgarten, vor der Haustür, und da geht so ein kleiner Bach dann in einen anderen Teich. Und wenn man halt zur Haustür will, dann muss man über so eine kleine Holzbrücke gehen. Also ist jetzt kein Anwesen oder so ein ganz normales Haus, aber das fand ich mega cool. Deswegen so eine Brücke über Wasser, das finde ich schon cool. Das gefällt mir sehr gut. Bist du Amanda? Das ist Amanda. Okay. Das ist doch Amanda. Aber ich hätte jetzt gedacht, man muss die ein bisschen länger suchen oder so, weil es halt finde Amanda. Ist nicht so. Da vorne ist Amanda. Geh mal hin. Ich will mir mal erst den Garten ein bisschen angucken. Was macht Amanda denn da? Amanda besprüht die Rosen. Benetzt sie mit Wasser. Denn das macht man so mit Rosen. Weiße Tauben. Das ist so ein krasser Kontrast zu der Marke-Szene. Natürlich weiße Tauben. Oder seid ihr einfach nur verkackte normale Tauben? Nein, das sind weiße Tauben. Kann man hier rüber gehen? Nee, ne? Da sind keine Fischis drin. Ich sehe keine Fische. Das finde ich schade. Amanda, wir müssen reden. Da müssen Kois rein. Oder halt Fische. Muss ja nicht direkt Kois sein. Das hier sieht aber auch abgefahren aus. Das ist mir ein bisschen zu abstrakt. So von der Gesteinsform. Hat aber ein bisschen was von diesem, ne, pure Natur. Und das hier sieht mir, das ist so technische Architektur oder so, ne? Seltsam. Da steht ein riesen Penis. Ich habe gerade... Also, das kann völlig falsch sein, ne? Aber Connor ist nicht hier hingekommen... Wir werden das erleben, aber ich versuche gerade ein bisschen zu spekulieren. Die Dinger sehen halt so aus, als würden hier Texturen fehlen. Also das scheint irgendwie entweder Kunst zu sein oder, ne, hier auch auf der Brücke auch. Ist das eine Erinnerung oder ein Traum von Connor? Halt jetzt zwei gedrückt, um deine Ziel zu sehen. Ja, ich war ja nur ein bisschen gucken. Weil hier gibt es keinen Weg weg. Ne, das ist komplett umschlossen. Und warum immer diese Münze? Naja, okay. Gucken wir mal. Da kann man ein bisschen rumspinnen. So, Amanda. Wer bin ich? Was tue ich hier? Und wer bist du? Hello, Amanda. Connor,
It's good to see you. Congratulations, Connor. Finding that deviant was far from easy. And the way you interrogated it was very clever. Ja, das ist auf jeden Fall sein Unterbewusstsein. You've been remarkably efficient, Connor. Thank you, Amanda. We've asked the DPD to transfer it to us for further study. Vielleicht noch nicht. Teach us something about what happened. The interrogation seemed challenging. What did you think of the deviant? It showed signs of PTSD after being abused by its owner. As if its original program had been completely replaced by new instructions. This Lieutenant Anderson has been officially assigned to the deviancy case. What do you make of him? Den finde ich. Fascinating. I think he's irritable and socially challenged. But I also think he used to be a good detective. He's an intriguing character. Ah. Unfortunately, we have no choice but to work with him. What do you think is the best approach? Freundschaft, anpassen, gleichgültig, unsicher. Adapt. I will adapt to his personality. It is in the best interest of the investigation that I avoid conflict and try to accommodate his psychology. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. You're the most advanced prototype CyberLife has ever created. If anyone can figure out what's happening, it's you. You can count on me, Amanda. Also okay, es scheint halt einfach nur zukünftige Architektur Hurry, und Kunst zu sein. There's little time. Aber das finde ich halt so ein bisschen parallel mit dem, wie hieß denn der noch, der Typ da von Tribute von Panem, der hat doch auch mal seine Rosen da irgendwie so ein Shit da gemacht. Also war das die Chefin von CyberLife? Oder zumindest ein hohes Tier? Keine Ahnung, wer Amanda ist. Okay, wir sind jetzt in der Zentrale. Central, ja wahrscheinlich, also in der... In der Wache an der Central Station wahrscheinlich einfach. Keine Ahnung, ob das die Hauptwache ist. Was? Linie nicht überschreiten? Ah, das verbietet das Protokoll eben. Connor ist ja der Einzige, den wir bisher gespielt haben, der noch nicht zum Deviant geworden ist. Aber wir gucken uns das Ganze hier mal ein bisschen an. Geh zum Empfang. Ja, ja, ja. Also, wir gehen noch nicht direkt zum Empfang. Hier scheint gerade was zu passieren. Oh, die wollen wohl jemanden anzeigen. Kann ich helfen? Kann ich ihnen helfen? Was kann man denn hier machen? Was soll das denn sein? Ich würde gern zoomen können. Unit was? Aha. Oh! Fernsehen sind mal wieder Demos zu sehen gegen Androids. Tensions in the Arctic have reached a new level. With a Russian carrier and an American patrol boat reported to have clashed last night. Da hatten wir drüber gelesen. Several warning shots were exchanged, apparently with no damage or casualties to either side. The Minister for Defense, Dennis Riggs, has spoken of intolerable provocation that cannot go unanswered. The countries in the region, particularly Sweden and Canada, have called for military forces to withdraw and an international conference to be held. So far, there has been no response from either Moscow or Washington. We'll keep you informed minute by minute as the situation develops. Okay. Also über die Arktis-Sache hatten wir in diesem Magazin gelesen. Das ist hier irgendwie alles nicht so einfach. Generell scheint es irgendwie der Welt zwar, also zumindest hier optisch gut zu gehen, ja, also wenn man jetzt nicht gerade in den Vororten ist, aber politisch, biologisch und technisch, was heißt technisch, aber ne, Bienen sind alle tot, dann irgendwie Konflikte um irgendwelche
Ressourcen werden krasser. Dann gibt es noch die Androids, also... Die Leute können sich so zwei, drei Sorgen machen. So, wunderschönen guten Tag. Can I help you? I'm here to see Lieutenant Anderson. Do you have authorization? Ach, du bist auch ein Android. Oh, verbinden. Mit der am Empfang. Oh! Lieutenant Anderson hasn't arrived yet, but you can wait at his desk. Oh, nice. Können wir ein bisschen neugierig sein? Restricted Area, nicht für mich. Darf ich da auch rein? Was macht denn der Kollege da? Der spielt doch bestimmt Solitär und isst Donuts. Ich frage mich, wie die Wartung von solchen Androids aussieht. Funktionieren die immer? Wie oft müssen die aufgeladen werden? Und all solche Sachen. Haben die eine ständige Internetverbindung? Ach, guck mal hier. PO, Police Officer? Miller? Wahrscheinlich. Boah, ich würde so feiern, wenn hier irgendwie Detective Lieutenant Drabin stehen würde. Modell PC 200, Inbetriebnahme, Januar 2035. Welches Jahr hatten wir denn nochmal? War es 2038? Irgendwie so? Hier, warte mal. Ich weiß noch, irgendwas habe ich gesagt in 12 Jahren. Das ist aber auch schon... Nee, das war was anderes. Achso, du gehst jetzt hier... Wer bist du denn? PM 700, in Betrieb am August 2037. Das ist schon etwas mehr advanced. Ach so. Die haben sich ja auch richtig Mühe gegeben. Also jetzt nicht die Spieleentwickler, sondern die, die Leute, die quasi die Modelle ausgewählt haben. Das würde mich als Mensch doch total verwirren. Also unabhängig davon, ob ich jetzt einen anderen Menschen oder einen Androiden vor mir habe. Aber mal angenommen, ich melde öfters mal Sachen. Ja? Jetzt nicht irgendwie so ein Scheiß, wo man sich denkt, dafür braucht die Polizei nicht, aber hin und wieder gibt es mal Krach, ja? Und irgendwie zwei, dreimal muss irgendwie Polizei anrücken und dann schicken die halt so ein Modell, was weiß ich, PM700. Dann sehen die alle gleich aus, aber es ist nicht dieselbe Person. Würde ich doch kirre werden. Ich würde doch immer voraussetzen, dass die schon mich kennt. Police Officer Wilson. Das hat man doch manchmal allein schon bei Zwillingen, ne? Wenn man die wirklich gar nicht auseinanderhalten kann oder nur schwer, weil man die zum ersten Mal sieht, dann kann es auch mal zu Verwechslungen kommen und so. Und das wäre hier ständig der Fall. Oder die synchronisieren sich natürlich. Irgendwie so. Alle Daten wissen die dann. Könnte man die gar nicht mehr auseinanderhalten. Großraumbüro. Ja, ja. Der Favorite jeden Arbeitnehmers. Wobei, ich glaube, es gibt eine ganze... vielleicht gibt wahrscheinlich auch eine ganze Menge, wo das gut funktioniert. Die meisten, die ich kenne, finden das nicht so toll. Police Officer Person. Aber kann nicht jeder sein eigenes Büro haben. Wobei, ne? Das ist so, also mal unabhängig irgendwie von der Ausbildung damals, wenn wir halt bei Spieleentwicklern waren, die haben ja auch immer so Teambüros, was ja auch Sinn macht. Finde Andersons Platz. Ja, aber ich will doch hier, ne? Was ist da los? Pressekonferenz. Nee. Briefing. Ich glaube, meine optische Einheit ist beschädigt. Also tut mir leid, liebe Spieleentwickler. Also gerade Connor müsste das doch glasklar sehen können. Ich meine, das 1,5 Meter weg. Da steht die ja sogar. Ist das jetzt die, die sich da gerade aufgeladen hat? Die ist schon wieder weg? I'm watching you. Da! Ne, ist die das? Siehst du? Bin jetzt schon verwirrt. Okay, na komm. Gucken wir nochmal, was wir tun können. Das wird wahrscheinlich sein Arbeitsplatz sein.
Hier können wir nochmal gucken. Hatten wir nicht schon geguckt? Ah ja. Können wir vielleicht hier hin? Scheint mir der Captain Fowler! Das ist so ein typischer... Also wir sind nicht in so einem Actionfilm, dass der Captain uns jetzt laufend anschreit. Und irgendwie laufend erzählt, wie sehr ihm der Bürgermeister im Nacken hängt. Ah, das hier kann man neu erkennen. Detroit Police Department. Touchball Executive. Ganz viele Informationen. Okay, da dürfen wir nicht mehr rein. Also, auf zum Arbeitsplatz. Das müsste ja der hier sein. Okay, das ist Collins. Wait, so viele gibt's doch hier gar nicht. Der hier, das ist der unaufgeräumteste. Natürlich. Oh Gott. Hätte ich mir direkt denken können. Excuse me. Do you know what time Lieutenant Anderson usually arrives? Depends on where he was the night before. If we're lucky, we'll see him before noon. Thanks. Warte auf Lieutenant Anderson. Mr. Anderson. Musst du nochmal Matrix gucken? Ich kann nichts tun. Also, ne? Einziges hinsetzen. Und jetzt Standby oder was? Komm schon, sei neugierig. Erkunde das neue Büro. Aufstehen. Jawohl. Hat lang gehalten mit dem Sitzen. Bring den Fall voran. Frage den Abweichler? Untersuche seinen Schreibtisch. Erkunde die Polizei. Was? Wir können jetzt ernsthaft mit dem Deviant nochmal reden? Hier ist wieder was zu lesen. Nee. Berühmter Detroiter Maler stirbt. Carl Manfred, eins von Detroits strahlendsten Lichtern. Oh, das würde mich interessieren, was die da schreiben. Berichte über den Tod des berühmten Künstlers wurden bestätigt. Der Rechtsmediziner spricht von einem Herzanfall, der durch eine persönliche Krise herbeigeführt wurde. Manfreds Sohn Leo bat die Medien in dieser schweren Zeit, die Privatsphäre zu respektieren. Der Familie. Berühmt wurde Manfred in den 20ern... 2020ern, nice. Als Galionsfigur des Neosymbolismus mit kraftvollen und düsteren Arbeiten nach dem Vorbild Francis Bacons. Ja, Bacon ist ein gutes Vorbild. Es folgt produktive Jahre bis zu einer düsteren Periode unter dem Zeichen von Alkohol und Drogen. Doch in den letzten Monaten hatte der Künstler offenbar wieder gearbeitet. Die Gouverneurin von Detroit sprach der Familie im Namen der Stadt ihr Beileid aus und beschrieb Manfred als eines von Detroits strahlendsten Lichtern. Eine Kollektion von Manfreds Gemälden aus seinem Nachlass wird in den kommenden Wochen versteigert. Ja, das wollte sein Sohnemann ja. Wird leider nichts erwähnt zu den Umständen des Todes. Außer jetzt, dass es ein Herzanfall. Aber da wird jetzt nicht geschrieben, Android war schuld. Ivanov sagt niet. Russlands Präsident antwortet auf Warrens Warnung. Das ist dann einer der Konflikte, die ich auch tatsächlich ganz interessant finde. So als, ne? Auf Präsident Warrens Forderung, dass alle russischen Truppen sich umgehend aus der Arktis zurückziehen sollen, hat Russlands Präsident Ivanov nun geantwortet. Ivanov bezeichnete Warrens Kommentar als Megafon-Diplomatie und meinte, dass US-Säbelrasseln sei die größte Bedrohung für die Stabilität in der Region. Ja, natürlich, es sind immer nur die USA, die mit den Säbelrasseln. Also, die können das besonders gut, aber... Das ist immer so... Moment, ich wollte hier Seite 2. Hallo. Der Kreml veröffentlichte eine detaillierte Erklärung, die Russlands Anspruch auf das Territorium erläutert. Ferner erinnerte Ivanov Präsidentin Warren, Präsidentin, das sehe ich jetzt zum ersten Mal, oder? Dass die USA an die UN-Konvention gebunden seien, wie alle anderen auch. Der Konflikt ist weit von einer Entspannung entfernt. Wait, haben die da vorher schon... Warrens Warnung? Doch da, ach, auf Präsidentin Warrens Forderung. Aha. Welche Musik hört er denn so? Bestimmt Oldies. Komm schon. Was denn jetzt? Knights of the Black Death. Okay. Nein, wir werden den jetzt nicht anrufen.
Was haben wir denn hier so? Anti-Androiden-Parolen. Nutze dein Gehirn, nicht deine androidenfreie Zone. We don't bleed the same color. Was? Nutze dein Gehirn, nicht deinen Androiden. Wo steht denn das? No more Android, no more Android. Das steht doch nirgendwo. Nutze dein Gehirn, nicht deinen Androiden. How is my driving? Call 1-555. I don't care. If I wanted to be ignored, I'd talk to my ex-wife. Also das steht da nicht. Nutze dein Gehirn, nicht dein Androiden. Tut mir leid, aber... Oder? Egal. Nicht so wichtig. Detroit Pistons Fan. Oder? Also ich sehe aus dem Logo, was offensichtlich neu gestaltet wurde, ein DP, oder? Für die Pistons. Sind die Pistons wohl noch in Detroit? Immerhin. Was haben wir denn da? Streichhölzer, Herkunft Jimmy's Bar. Haare. Hundehaare. Oh, von einem Bernardiner. Boah, so ein Hundepferd. Unser Nachbar hatte, als ich noch, keine Ahnung, ein kleines Kind war, hatten die einen. Und dann konnte ich immer so ein bisschen auf dem rumreiten. Also nicht lange, aber. Detroit Police zerschlägt Red Ice Dealer Ring. Okay, mehr als 50 Festnahmen. Betäubungsmittel im Wert von $500.000. Detective Anderson, ein junger, ist also ein bisschen her, aber enorm talentierter Detective, soll maßgeblich an der Operation beteiligt sein, deren Planung Monate gedauert hat. Polizeichef beschreibt die Arbeit von Anderson seinen Kollegen als vorbildliche investigative Polizeiarbeit. Anderson zum Lieutenant befördert. Jüngster Lieutenant der Einheit Detroit, renommiertesten Detectives, konnte einige bedeutsame Festnahmen verzeichnen. Also der war, also dieses Standardding, ne? Der war mal richtig gut und da gab es halt irgendwie so dieses Schicksalsereignis, wodurch der angefangen hat zu saufen. Neue Rekordmenge Red Ice in Detroit beschlagnahmt. Frage mich, was der Grund war. Wisst ihr eigentlich so, was zum Spiel passen würde, was mit Androiden zu tun haben? Abteilungsübergreifende Einheit, verantwortlich für die Zerschlagung des Red Ice Dealer Rings 2028. Ist also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, das müsste ich auch nochmal nachgucken. Irgendwie sind wir nicht 2038, also 10 Jahre her? A good cop. Not what, so since 2019. What? Only 50 bucks. Nice girl, okay. Seine Arbeitskollegen. Donuts! Gesättigte Fettsäuren 13 Gramm, 19 Milligramm Cholesterin, 51 Gramm Kohlenhydrate. Davon Fett 49 Gramm. Aber schmecken lecker. Was haben wir hier? Kaffee. Kalter Kaffee, Spuren von Koffein. Wow. Oh, ein Bonsai-Bäumchen. Shishigashira Shohin. Keine Ahnung, wie die Betonung davon ist. Fächer-Ahorn. Oh. Analyse abgeschlossen. War ein hervorragender Polizist. Scheiße! It's good to see you again, Lieutenant. Oh, Jesus. Hank! In my office. Ja, das ist gut. Folge Hank und hör zu oder untersuche das Büro. Oh, scheiße. Erkunde die Polizeistation. Erkunde die Polizeistation wäre aber, um mehr über Lieutenant Anderson zu erfahren. Um den Fall voranzubringen, müssten wir den Abweichler befragen. Wo machen wir das denn? Da hinten? Das sieht aus wie die Zellen.
Da ist er doch. Jo, was geht? What? What are you looking at? Dich. Hey, fuck you. Fucking Android. Dem kann ich leider nicht nachkommen. Aber was fragen wir den denn noch? Also wir haben doch schon alles rausgekitzelt. Aber er lebt noch, ne? Also, funktioniert noch, je nachdem wie man sehen möchte. They're going to destroy me. Oh. I'm sorry. It's not what I wanted. But there's nothing I can do. Holy I know there's something you didn't tell me. I need to know before they take you away. RA9? What you wrote on the wall. RA9. Der hat das auch geschrieben. Das ist mir gar nicht aufgefallen. What does it mean? Weiß er nicht. Junge, arbeite mit mir. Schade. Open the cell, quick. Hurry. Bringt sich lieber selber um. Tschüss. Call CyberLife. Clean this mess up. Wait, wir hätten den Aufzug benutzen können? Observation Room? Was haben wir denn da drin? Ja, wir gehen jetzt zurück zu Hank. Ich weiß nicht, ob die Sachen hier nicht alle gleichzeitig ablaufen. Also auch so, dass wir hier nicht zuhören. Weiß ich nicht, was das gerade, was wir da verpassen. Der ist nämlich schon wieder raus. Fuck. I get the impression my presence causes you some inconvenience, Lieutenant. I'd like you to know I'm very sorry about that. Partner. In any case, I'd like you to know I'm very happy to be working with you. I'm sure we'll make a great team. Is there a desk anywhere I could use? No one's using that one. Also, so ein Pech. Analysiere die Abweichlerdateien. Aber das heißt, wenn wir jetzt im Endeffekt einen Job haben, ja, so nach dem Motto, guck dir das mal an, dann haben wir ja doch Zeit, hier ein bisschen gucken zu gehen. Der Pausenraum. Aha. Ah, mein bester Freund. Look at that. Our friend, the plastic detective, is back in town. Congratulations on last night. Very impressive. Oh, können wir bitte sarkastisch sein? Vorstellen, ignorieren. Nee, ignorieren ist. Hello. My name is Connor. Never seen an android like you before. Modeler. RK-800. I'm a prototype. A prototype? Android detective. So a machine's gonna replace us all. Is that it? Hey. Bring me a coffee, dipshit. Get a move on! I'm sorry, but I only take orders from Lieutenant Anderson. Oh, oh. If
Hank hadn't gotten in the way yesterday, I would have fucked you up for disobeying a human. Stay out of my way. Because next time, you won't get off so easy. Naja. Der kommt schon klar. Ist jetzt nichts, was uns irgendwie... Several sources report that CyberLife has provided Detroit police with a prototype detective android. Although police assistant androids have existed for several years now, this would be the first case of an android being authorized to play an active role in criminal investigations. Ach, wir sind der Erste? We contacted CyberLife for comment, but no one was available to answer our questions. The first book written by an artificial intelligence has just been published, and to call it a success Krass. Would be an understatement. Okay, das wurde bestimmt schon mal erwähnt, aber habe ich wieder vergessen. Observation Room? Hier konnten wir was machen. Wieso können wir denn in den Observation Room? Was haben wir denn hier? Oh, wir können einfach wieder gehen, aber... Hätten wir den Deviant hier hinbringen, nochmal hier hinbringen können, wenn wir den nicht verkackt hätten? Ja, was soll ich hier? Also. Warum dürfen wir hier hin? Warum geben die Entwickler uns die Möglichkeit, hier reinzugehen? Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwas mit dem Deviant zu tun hat. Gehabt hätte. Wobei ich mich. Also, warum sollten wir den nochmal befragen? Oder wir kommen da nochmal rein, aber pff. Ich kann auf Toilette gehen? Nice. Warum das denn? Ich verspüre ein Bedürfnis, in den Spiegel zu gucken. Mal wieder. Hallo? Darf ich mal kurz reinkommen? Ach, das ist ein Shared Bathroom. Deswegen gibt es ja auch keine Pissoirs und nur abgeschlossen, abschließbare Kabinen. Ach stimmt, das steht da auch. Ja, Hank. Was ist denn so los? Hier können wir wahrscheinlich nochmal lesen, den nehmen. Jetzt analysieren wir mal die Daten. Boah, ist ganz schön warm, ey. Naja, hinsetzen. Mein Schreibtisch. Ich brauche ja nicht mal einen Bildschirm, ist aber total von Vorteil. You have a dog, right? How do you know that? The dog hair is on your chair. I like dogs. What's your dog's name? What's it to you? Sumo. I call him Sumo. Bernardina mit dem Namen Sumo, finde ich gut. Detroit Pistons Fan, der Dark... Da stand Dark Metal. Do you listen to Knights of the Black Death? I really like that music. It's full of... energy. You listen to heavy metal? Well, I don't really listen to music as such, but I'd like to. Können wir wirklich jetzt, also wirklich jeder Punkt ist für Hank gut? You're a Detroit Gears fan, right? Detroit Gears, okay, es war ein G. Denton Carter scored 53% of his shots from the three-point line yesterday. Did you see the game? That's what I was watching at the bar last night. Oh. Yeah. A lot of people don't appreciate having androids around. I was wondering, is there any reason in particular you despise me? Yeah. There is one.
Hat was mit dem Android zu tun, dass er zum Säufer wurde. Hat Fowler? Achso, was wollte der denn? Captain Fowler for long. Achso. Yeah. Too long. I was wondering, do you always arrive at the office at this time? Falsche Frage. I arrive when I arrive. Stop busting my balls, okay? Hank ist ein Zauberer. If you have any files on Deviants, I'd like to take a look at them. Terminal's on your desk. Knock yourself out. Okay. Wow. Oh Gott, jetzt kriegen wir wieder ganz viele Informationen. Fallakte. Der ist verschwunden. Gordon Lopez. Unfallstatus gelöst. Android involviert, ja. Der Kläger berichtet, er habe einen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs. Der Android... Weiß ich nicht, soll ich jetzt Android oder Android sagen? Android muss die ganze Zeit an Handy denken. Ich sage jetzt Android. So. Hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Charles Bell. Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells AV500 angegriffen worden, der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Coney Dogs Chamberlain Avenue arbeitete. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Android ist immer noch flüchtig. Nee, das ist doch hier. Die Klägerin behauptet, von ihrem Androiden, einem AP700, ne, die es hier auch gibt, angegriffen worden zu sein. Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet. Der Kläger, der Manager des Eden Club, berichtet vom unerklärlichen Verschwinden eines Sex-Androiden. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat und ist nie zum Club zurückgekehrt. Oh. Der berühmte Maler Carl Manfred. Oh, ne! Endlich! Man, ne? Wurde nach einer Auseinandersetzung zwischen seinem Androiden und seinem Sohn tot in seinem Haus aufgefunden. Laut Aussage des Letzteren hat sich der Android gewalttätig verhalten. Der Android ist ein Prototyp, Modell und Seriennummer unbekannt und wurde vor Ort von den Polizeibeamten zerstört. Trotzdem ist es sein Fall. Okay. Ha! Hier läuft das echt alles. Wir sind dafür zuständig. Ach Gott, geil. Todd Williams? Die Leiche des Opfers wurde von einem Freund gefunden, der das Opfer besuchen wollte. Er hat um 8.42 Uhr sofort den Notarzt gerufen, der eine Schussverletzung als Todesursache feststellte. Die Mordwaffe, also am nächsten Morgen, wir sind ja abends oder nachts abgehauen, die Mordwaffe hat möglicherweise dem Opfer gehört. Sein Android, ein AX400, wurde nicht am Tatort gefunden, ist der Hauptverdächtige. Ungelöst. Files. First dates back 9 months. It all started in Detroit and quickly spread across the country. An AX400 is reported to have murdered a man last night. That could be a good starting point for our investigation. Geil. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Also spielt man dann Jäger und Gejagten? Ist ja abgefahren. Direkt, aggressiv, professionell, verständnisvoll. You shouldn't let your personal situation hamper the investigation, Lieutenant. Es wird dir nicht gefallen, aber... So why don't you just run your program and shut the fuck up? Das tue ich. I've been assigned this mission, Lieutenant. I didn't come here to wait until you feel like working. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and set a match to it. So stop pissing me off. But things are gonna get nasty. Lieutenant? I'm sorry to disturb you. I have some information on the AX400 that killed the guy last night. It's been sighted in the Ravendale district.
Ich wusste es. Der vom Motel hat uns verpfiffen. Ja, man muss ja nicht immer den Leuten erzählen, was die hören wollen. Auf Hank warten. Ja, da haben wir wahrscheinlich einiges verpasst. Know your partner. Okay, so viel haben wir nicht verpasst. Android gerettet in das Verhör. Zerstört sich selbst. Okay. Das... Okay, krass. Also, dass das so auf jeden Fall endet, hätte ich nicht gedacht. Aber was haben wir denn hier noch nicht gemacht? Wir haben Sachen nicht gelesen, scheinbar, oder so. Aber das sieht doch okay aus. Hank hat eine Spur, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir es analysiert haben, oder Hank ist auf jeden Fall... Ich habe hier so eine verfickte Fliege. Wo? Ich müsste jetzt Jay anrufen, der mir hier diese Fliege wegmacht. Also egal, was ich gesagt hätte, Hank wird auf jeden Fall sauer. Und man muss ja, wie gesagt, also man muss ja den Leuten nicht mehr erzählen, was die hören wollen, ne? Also das ist ja auch irgendwie bescheuert. Hank hat eine Spur. Wir machen morgen weiter. Und zwar mit Kara. Ha! Konnte man am ersten Bild schon sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Haut rein. Tschüss.